Ich bin Oliver Krischer, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Ich kämpfe für den Klimaschutz und für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, denn ich bin der Überzeugung, erfolgreich wirtschaften kann man nur in einer intakten Natur. In den Hallen hinter uns werden über 150.000 Hähnchen, eine unvorstellbare Zahl, gemästet. Das ist Tierquälerei, das ist aber auch Umweltzerstörung, weil diese Anlage produziert unvorstellbare Mengen Gülle, die unser Grundwasser verseuchen und die viele andere Umweltschäden verursachen. Das ist nicht die Art und Weise von Landwirtschaft, wie wir sie uns vorstellen. Wir wollen eine nachhaltige Landwirtschaft, die artgerecht stattfindet, die ohne Tierquälerei auskommt, die die Umwelt schützt und die saubere Lebensmittel produziert, aber auch den Bäuerinnen und Bauern ein Einkommen garantiert. Ich stehe hier vom Braunkohlentagebau Inten, einem der drei Großtagebaue im Rheinland. Hinter mir frisst sich der Bagger in die Landschaft. Diese Form der Energiegewinnung ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Braunkohlekraftwerke sind absolut ineffizient. 70% der eingesetzten Energie der Braunkohle geht wieder verloren in Form von Dampf. Dieses Kraftwerk ist, wie die gesamte Kohleindustrie, mit für die weltweite Klimakrise verantwortlich. Wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen, müssen wir aus der Kohle aussteigen bis 2030. Und wir müssen die 20 ältesten Kraftwerke schnell abschalten. Sonne und Wind sind längst effiziente und brauchbare Alternativen. Sie sind im Übrigen inzwischen auch günstiger als neue Kohle- und Atomkraftwerke. Deshalb ist es absurd, dass die bisherige Bundesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windenergie, ausgebremst hat. Die Deckel müssen weg. Wir brauchen mehr statt weniger Erneuerbare. Die Zeiten des fossilen Verbrennungsmotors sind vorbei. Das ist spätestens seit dem Dieselskandal klar, wo die Automobilindustrie nur durch Tricksen und Betrügen die Grenzwerte auf dem Prüfstand, nicht aber auf der Straße einhalten konnte. Wir sind der Überzeugung, wenn in Deutschland in Zukunft noch Autos produziert werden sollen, dann müssen sie emissionsfrei sein. Deshalb brauchen wir keine Schutzzäune um den Diesel, keine falsch verstandene Solidarität mit den Tricksern und Betrügern, sondern klare Rahmenbedingungen für die Elektromobilität der Zukunft. Am 24. September entscheidet Deutschland darüber, ob wir aus der Kohle aussteigen und in die Erneuerbaren einsteigen, ob wir weiter Dieselland bleiben oder den Aufbruch in die Elektromobilität schaffen, ob wir weiter Agrarfabriken betreiben oder eine nachhaltige Landwirtschaft schaffen. Ich bin dafür, dass sich etwas ändert, darum Grün.